Hallöchen, heute gibt es den Lesemonat Juni, diesmal wieder aus dieser Ecke gefilmt. Gibt jetzt keinen klaren Plan deswegen, sondern einfach nur, ich saß hier schon, quasi faul, also heute wieder von der Sofa-Ecke. Ich quatsche ein bisschen über Bücher, tatsächlich sehr wenig, denn ich habe nur 3 beendet im Juni, aber ich fand alle 3 gut, deswegen einfach mal starten, und zwar mit dem 10. Band von Ein Zeichen der Zuneigung von Su Morishita. Es geht ja insgesamt in dieser Reihe darum, dass sich Yuki und Izumi annähern, um das mal so zu sagen. Yuki hat eine Hörminderung, beziehungsweise ist gehörlos, das ist nicht so ganz raus. Sie kann sehr gut Lippen lesen, was ich immer ein bisschen kritisch finde, aber gut. Ich finde die Zeichnung, den Zeichenstil total schön. Ich mag die Geschichte, die hat irgendwie so was Nettes, Unschuldiges. Auch so ein bisschen diese Unsicherheiten, die, glaube ich, auch nicht nur einfach bei Yuki auftreten können, sondern einfach bei jedem Menschen, würde ich sagen. Das ist gar nicht auf Frauen oder Mädchen gemünzt, sondern Menschen. Ich finde es sehr schön, dass hier drin auch durchaus Unsicherheiten auftauchen und ernst genommen werden. Es ist ja schon so, dass jeder Mensch auch so seine Unsicherheiten mit sich trägt, seine Glaubenssätze, vielleicht sich mit sich selbst noch nicht so wohl fühlt. Und ich glaube auch erst recht bei dem Thema Einschränkungen, also Yuki fühlt sich eben nicht so fähig, in jeder Lebenslage, Alltagslage alles hinzukriegen. Da ist es absolut verständlich, wenn sie dann eben auch noch sich etwas unsicher fühlt beim Kennenlernen mit Izumi. Wir haben hier auch verschiedene Nebencharaktere noch immer mit dabei, die auch immer eine Geschichte kriegen und weitererzählt werden. Also sehr, sehr spannend. Ich sag mal so, hier wird's heiß. Dann habe ich quasi zum gleichen Themenbereich, und in dem Fall matcht das alles auch wahnsinnig mit der Wand hinter mir. Quallen haben keine Ohren von Adele Rosenfeld, oder auch anders ausgesprochen, gelesen. Es dreht sich hier drum um Luise, die sich in einer Zwischenwelt befindet, denn sie hat eine Hörminderung. Also es geht immer noch um das gleiche Thema, den gleichen Bereich. Man merkt vielleicht die Richtung, die gerade so eingeschlagen wird bei meinem Lesegeschmack. Sie hat durchaus Probleme damit, von den Lippen zu lesen, in dem Fall. Sie ist, wie gesagt, in so einer Zwischenwelt. Sie ist nicht wirklich taub, noch nicht ganz, aber sie kann auch nicht so gut hören. Dementsprechend fühlt sie sich weder bei den Hörenden wohl, noch bei den gehörlosen Menschen. Und sich auch nicht so ganz ernst genommen in der Lage, in der sie sich befindet. Ich glaube, das rührt ganz stark daher, dass es niemand so gut nachempfinden kann und sich vielleicht in dem Fall hier auch im Umfeld niemand befindet, der sich so gut reinversetzen möchte. Was natürlich auch traurig ist an der Stelle, denn ich finde es persönlich unfassbar schlimm, wenn ich hier drin lese und erlebe, wie jemand nicht gesehen, nicht gehört wird, nicht wahrgenommen wird, nicht ernst genommen wird. Sie steht kurz vor der OP, sich ein Cochlea-Implantat einsetzen zu lassen, also ein technisches Gerät, das im Kopf ist, um quasi Hörimpulse, Schallwellen aufzunehmen und so zu verarbeiten, dass man sowas Ähnliches wie ein Gehör hat, ein künstliches Gehör hat, beziehungsweise das, was von einem Gehör noch übrig ist, dass das quasi die Reize so gut kriegt, um damit umgehen zu können. Da muss man ganz viel lernen, ganz viel einstellen, und es ist definitiv kein einfacher Weg, auch generell. Es ist eine heftige Operation, hat viel mit Reizüberflutung, Überforderung zu tun. Es hat viel mit Schmerzen auch zu tun. Und ich finde es unfassbar schön, dass man hier auf die Reise mitgenommen wird. Zwischendurch fand ich es auch verwirrend, um ganz ehrlich zu sein. Sie hat dann, bei Kindern würden wir es imaginäre Freunde nennen, bei Erwachsenen vielleicht sogar tatsächlich irgendeine Form von einer psychischen Störung oder Wahnvorstellung. Ich finde es aber ganz spannend, dass sie sich da auch gerade sehr symbolträchtige imaginäre Freunde sucht oder findet, die irgendwie ziemlich gut passen. Also die sprechen sozusagen ziemlich viel, auch wenn sie nichts sagen. Und sagen irgendwie viel darüber aus, was Luise gerade braucht oder wie es ihr gerade geht. Und ich fand es einfach ein besonderes Buch. Die Thematik besonders, aber auch wie es geschrieben ist. Und kurze Kapitel, die Lust machen auf Weiterlesen. Also auch das wahnsinnig spannend. Genau, ach so, genau. Und sie sammelt, oh, das ist so schön.
jetzt habe ich es gerade wieder gesehen. Sie sammelt in dem Klangherbarium Klänge. Oh, war das schön. Ich finde gar keine Worte dafür, wie schön ich das fand. Dass sie in ihrem Klangherbarium Klänge, Töne, Geräusche sammelt. Das fand ich so eine schöne Sache. Und ich weiß nicht, inwiefern es tatsächlich autobiografisch ist. Ich glaube nämlich durchaus, aber ich möchte es auch gar nicht behaupten, komplett. Also es wird durchaus einen Anteil geben, der auch nicht autobiografisch ist. Getuschel, betrunkener Angeber. Kiefer, der die Pyrenäen zerkaut. Verlassene Gletscherkappe. Obertongesang von grünen Crocs. Lawine aus Kugelfang spielen. Ha, Worte, ne? Quallen haben keine Ohren. Ein Zitat ist hier vorne noch drin, das möchte ich eigentlich auch noch gerne teilen. Die Sprache ist vermutlich nur über das Unsagbare zugänglich und das Unentzifferbare. Der Zugang ist weder innen noch außen, unauffindbar und doch da. Das Unfassliche ist unsere einzige lächelnde Gemeinsamkeit. Wie wunderschön. Vielleicht passt hier wieder dazu mein starker Sinn für Gerechtigkeit und auch, dass ich mir so sehr wünsche, dass es mehr Offenheit gibt, dass mehr Menschen aufeinander zugehen und wir alle näher rücken und uns klar werden darüber, wie ähnlich wir uns alle sind, auch wenn die eine Person etwas hört und die andere nicht, auch wenn es erstmal wie eine Anstrengung wirkt, dass hörende Menschen Gebärdensprache lernen, aber es ist so eine wunderschöne Sache, diesen Tanz mit den Händen zu lernen, um sich zu verständigen. Und der kann auch, ich erlebe es im Moment selbst, der kann auch wahnsinnig bereichernd sein, selbst für zwei hörende Menschen. Deswegen, ich kann es nur empfehlen, sich mal umzugucken, auch bei den Büchern. Ich habe hier auch ein Video schon hochgeladen, schon veröffentlicht, in dem rede ich über die ganze Thematik so ein bisschen bei einer Medimobs-Bestellung. Also auch da könnt ihr gerne nochmal reinschauen. Ich lese hoffentlich in den nächsten Monaten mehr davon und kann noch mehr berichten. Vielleicht ist da ja dann auch das passende Buch für dich dabei. Dieses Buch hier, wahnsinnig dünn und von Max Frisch. Mein erstes Werk von Max Frisch, um mal an der Stelle zu sagen. Ich lese ja gar nicht so viele Klassiker und freue mich gerade doch immer wieder darüber. Ja, wer weiß, ob das ein typischer Klassiker ist, aber auf jeden Fall ein Buch von Max Frisch. Und ich wurde darauf gebracht durch einen ganz lieben Menschen, der meiner Meinung nach definitiv eine gute Ahnung von Büchern hat und von Sprache und von Worten. Und der hat aus irgendeinem Grund, ich weiß leider gerade gar nicht mehr so ganz genau warum und in welchem Kontext, dieses Buch erwähnt. Biografie, ein Spiel von Max Frisch. Und innen drauf steht gar nicht viel, aber es steht drauf, ich weigere mich zu glauben, dass unsere Biografie, meine oder ihre oder irgendeine, nicht anders ausgehen könnte, vollkommen anders. Hier in diesem dünnen Büchlein steckt einfach, ja, quasi wie ein Theaterstück, das man so auf die Bühne bringen könnte. Beteiligt sind dabei Hannes Kürmann, Antoinette Stein, Spielleiter, Assistentin und Assistent. Genau, also das ist wirklich geschrieben wie ein Stück, das heißt, man liest es auch wirklich so, dass der Name da steht und was diese Person sagt oder wie heißt es denn quasi, die Hintergrundinformationen, wie die Bühne aussieht oder ob Licht angeht, Licht ausgeht, sonst wie irgendwer was an- oder auszieht, irgendwo hinstellt, dergleichen. Es hat mich überrascht. Das ist vielleicht das Passende dazu. Es hat mich überrascht, was so drin steckt. Ich war durchaus begeistert davon. Um es grob zusammenzufassen, der Hauptdarsteller Hannes Kürmann erlebt verschiedene Dinge zu verschiedenen Zeiten in seinem Leben, die er selbst für prägend und für ausschlaggebend hält. Und in diesem Stück kann er quasi zurückspringen in seiner Lebenszeit und Dinge verändern, um dann zu sehen, was daraufhin passiert. Also was es dann in der Zukunft verändert, im weiteren Verlauf seines Lebens. Und ich finde es super spannend, wie fast ein bisschen verzweifelt die Suche beginnt nach dem passenden Zeitpunkt, den man ändern möchte, um am Ende etwas anderes zu ändern, also ein anderes Ergebnis zu haben, quasi. Und diese Idee davon, dass jede kleinste Entscheidung möglicherweise ein komplett anderes Leben bedeuten würde ab diesem Zeitpunkt der Entscheidung. Und diese Idee ist jetzt hier nicht so aufgefasst. Ich weiß gar nicht, 1984? Ich
ich glaube 1984, die neue Fassung zumindest, ist hier nicht so aufgefasst, aber die Idee von Paralleluniversen, von was wäre denn passiert, wenn mein Leben an einer Stelle ganz anders abgebogen wäre und aufgrund von der Entscheidung, was ganz anderes passiert wäre, wem wäre ich tatsächlich noch begegnet, wie hätte sich das weiterentwickelt, wo würde ich sitzen, wie würde mir das Leben gefallen, all diese Fragen, die in moderneren Büchern, zum Beispiel die Mitternachtsbibliothek von Matt Haig, auch aufgefasst werden. Und ich finde es immer wieder spannend. Ich kann mich nicht immer darauf einlassen, aber hier, es war einfach richtig, richtig gut. Ich würde super gerne noch mit ganz vielen Menschen drüber sprechen, weil ich es so gut fand. Und ja, gerne wissen, wie das andere Menschen lesen und sehen. Ich glaube, das kann eine gute Grundlage für viel Gesprächsstoff sein. Deswegen, ja, sagt mir auch gerne hier Bescheid, wenn ihr das Buch kennt und was ihr so dazu denkt. Wie immer gerne natürlich spoilerfrei unten in den Kommentaren. Oder ansonsten könnt ihr auch immer gucken und euch per Mail bei mir melden oder dergleichen. Dann lässt sich auch nochmal ein anderer Austausch bewerkstelligen, um genauer darauf einzugehen und vielleicht etwas freier darüber zu sprechen, auch mit Spoilern. Das war es an der Stelle schon für den Lesemonat Juni. Ich freue mich auf alles, was im Juli noch gelesen wird. Wenn ihr das Video hier seht, ist bestimmt schon Juli rum. Genau, so viel tatsächlich gar nicht, vermutlich, weil ich viel erlebt habe im Mai, im Juni, im Juli. Vermutlich noch viel erleben werde im August, September und so weiter. Ich freue mich da sehr darauf und komme gerade wenig zum Lesen, freue mich aber über alles, was ich da entdecken darf und berichte natürlich gerne wieder dann am Ende vom Juli auch über den Lesemonat desgleichen. Das war's von mir an dieser Stelle. Ich hoffe, ihr lest wie immer ein gutes Buch. Habt eine schöne Zeit und bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.